Hallo und willkommen zurück bei Tiara. Und ja, was machen wir mit der Guten? Boah. Momentan schläft sie erst noch. Meisterwerk verkaufen, Matthias anfreunden. Ja. Meisterwerk verkaufen, alles klar. Danach kann sie noch Reste nehmen. Ihr bester Freund Alfred Buchheim. Boah, irgendwie sind wir hier noch sehr... Oh, okay, ja, die beiden mögen sich nicht. So, ich muss jedes Mal erstmal wieder gucken, welche... Ah ja, General, wenn... Welche Ziele sie haben. Hier, grab mal nach einem Schatz. Beziehungsweise, warte, du hast ja... Dann könnten wir anrufen, Sim. So. Und jetzt sehe ich gerade etwas, was vielleicht bei ihr hier auch... Ich bin jetzt falsch reingegangen. Iuiuiui. Sie braucht mehr Laufbahnpunkte. Das heißt, wartet. Sorry. Sie braucht mehr Laufbahnpunkte. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ihr die Wünsche erfüllen. Hey. Das ist ganz schön buckelig. Also, alles klar, warte, Tiara. Weil sonst wird Tiara bald alt. Und ich weiß nicht. Party veranstalten. Ja, wie lange pennst du noch? Steh auf, komm. So, ich bin bis kurz... Ich hab mein... Oh ja, hier, Sandwiches. Einen reichen Sim heiraten. Okay, woher weiß ich, ob jemand reich ist? Noch einen Teller nehmen, dann kann man es abwaschen. Weil Tiara lebt nur noch 10 Tage. Oh, wie vers... Ja, gut, sie fängt von alleine zu putzen an. Bitte ruf mal anrufen, Sim. Ja, den kannst du mal einladen. So. Stopp. Alfred begrüßen. Hier kannst du alle begrüßen. Marco Polo spielen. Computerspiel spielen. Spielen. Machst die Sims. Mal im Ernst, wie findet man raus, ob ein... Oh. Hey Luna.
So, Laufbahn. Insiderwitz erzählen. Mehr Fragen. Ich kann fragen, wie viel er verdient. Tatsächlich. Okay, will ich aber jetzt eigentlich gerade gar nicht. Mist, was wollte ich? Mit ihm spielen und Insiderwitz. Unterhalten, Witz erzählen. Mehr. Nö. Obwohl wir auch theoretisch ja. So, bist du hier fertig? So, kümmere dich mal um deinen Gast. Oh, wie süß sie da gestanden ist gerade. So, warum geht's dir nicht so gut? Ja, du musst dich mit ihm noch mehr unterhalten. So. Im anderen Sinn. Aber wir sind ja Freunde fürs Leben. Was haben wir hier? Witz erzählen. Okay. Erzählen wir mal ein paar. Witze? Es geht hoch, wir brauchen ja bloß noch 10.000. Warte, du hättest ihm noch einen Witz erzählen sollen. Hier. Hallo. Was ist eigentlich so schwer dran? Also ich meine, ich kann keine Witze erzählen, aber... Ja, geht doch. Spielen und kitzeln. Ja. Ich verstehe
verstehe es nicht. Ich weiß bloß, wir brauchen viele, viele Punkte. Was haben wir hier? Witz erzählen, schätzen. Wir brauchen mehr Punkte. Es wird. So, hier, bitte mach mal. Wertschätzen. Alfred kitzeln. Ich kann keinen Insider erzählen. Nee. Stereschein Papier. Ein bisschen was brauchen wir noch. Logikfähigkeit. Ich habe kein Schachbrett oder sowas da. Richtig. Hier. Warum habe ich eigentlich kein Schachbrett? Dann bekommt sie halt jetzt ein Schachbrett. Falsch. Wir machen eines auf die Terrasse. Und die Stühle. Die hier. Und dann kannst du üben und ihn bitten mitzumachen. So. Mehr. Bitten mitzumachen. Dann kannst du ihn noch wertschätzen. Und ihm einen Witz erzählen. Ciao. Hey, dir geht's doch eigentlich gut. Nicht ganz so gut. Wieso ist eigentlich... So. Müsli essen. Schlafen gehen. Dann schön, dass sie frei hat. Kannst du tanzen und frühstücken. Nochmal Müsli. Wir haben ja immer noch keinen Herd. So. Schach spielen und über Hobby reden. Den Wunsch mit dem Schach spielen können wir ihr sofort erfüllen. Üben. Ich muss wirklich gucken, das wird knapp, wenn das so weitergeht.
Zum Mittagessen Salat. Spike. Spike. Ich sagte, Spike ist anwesend. Ich sehe keinen Spike. Finanzberatung geben. Oh, machen wir das wieder raus. Obwohl, eigentlich würde ich es gerne drin lassen. Geh mal wieder ins Haus. Ich glaube, dir geht's nicht mehr so gut. So. Ich glaube, jetzt geht es ihr wieder gut. 8 Tage. Ich habe Spike nicht da. Na super. Dann. Sie ist noch viel zu fit. Dann geht tanzen. Trainieren. Gut, lass es gut sein. Nutzen, baden. Zu Abendessen Chefsalat. Zu Abendessen Chefsalat. Schlafen. Sehr schön. Dann geht es ihr auch wieder gut. So, können wir hier schon frühstücken Müsli. Gut, ich glaube, wir lassen das Frühstücken weg. Aufstehen, arbeiten! So. Schach spielen. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn sie von der Arbeit kommt. Ja, die kann gerne nicht geliefert werden. Sie hat Spaß auf der Arbeit. Boah, das muss eine coole Arbeit sein. Unteroffizierin. Für. So, sie ist wieder da. Und sie hat Arbeitskollegen mitgebracht. Na, wer ist das? Sigi. Dann plauder ein bisschen mit Sigi. Dann. Was? Nein, du sollst hier anrufen, Sim. Deswegen kannst du auch eine Party veranstalten. So hast du ja ein bisschen Geld. So, dann letzte ihn noch so ein. Einladen, yep. Jo, kannst du. Und dann machen wir eine Party und Gruppe einladen. Kommt einfach mal ein paar vorbei. Annehmen.
Gruppe einladen. Nur zum Spaß. So. Holen wir die mal mit her. Keine Ahnung. So, Musikhammer. Eieiei, das wird jetzt schwer, dass das eine gute Party wird. Gut, Party. Lagerfeuer. Eine Bar. Packen wir hierher. Und. Es gibt verschiedene Luftballons. Das ist cool. Und Luftballons hierher. Die können tanzen, die können quatschen und... Sollen wir Essen auch herstellen? Na, ich stelle sie mal mit her. Super, es kommt einfach... Ach ja. Es kommt trotzdem einfach niemand... Doch, hier. Es kommen ein paar... Hallo, Essen servieren. Sprüht die vor Herzchen? Hey! Ihr beide mögt euch auch. Stopp. Du kannst, wenn du magst, auch mitmachen. Fantastisch. Man kommt von der Arbeit heim und macht erstmal Party. Drinks zubereiten, Mixgetränke. Nur so eine Frage am Rande. Nein, uns fehlt immer noch was. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Und, Stopp, stopp. Begrüßen. Aufhören zu quatschen. Was hat sie? Drinks zubereiten. Wie geil. Mixgetränke. Wie geil! Komm, tanzt mit! Das ist doch cool. Mittanzen! Sobald du da mal... Sagst du ich. Ja! Wieso macht man das auf dem Bürgersteig? Du auch, bitte. Komm. Stopp. Begrüße sie. Hör kurz auf zu tanzen. Sie kommt gleich mit. Ja. Dann Feuer anzünden. Wieso ist die Party schnarchlangweilig? Ist doch voll die Action. Mehr? So, warte, stopp. Hier, begrüßen.
So, warum ist die langweilig? Ich weiß, was ich noch schnell mache. Es gibt noch Sekt. Aber hier schnell. Jep. Nein, stopp, stopp, stopp. Also die sahen eigentlich gerade so aus, als hätten sie alle Spaß. Gibt's hier eigentlich verschiedene Kuchen, nur Geburtstags- und Hochzeit. Na gut. Kann ich noch mal kurz, kann ich die hier rausschieben? Jep, kann ich. Anstoßen mit. Kann ich bitte mit allen anstoßen? Na super. Dann ist der Sekt weg. Er stinkt auch. Hey! Kannst du mal mit Gläsern jonglieren? Auf. Grüßt den auch noch und jongliert dann nochmal mit Gläsern. So, stopp. So, jetzt machen wir hier unterhalten, Witz erzählen. Unterhalten, Witz erzählen. Reden, plaudern. Gut, dann nehmen wir ihn hier. Überreden zu. Reden mit. Christopher. Macht mal. Okay, aber das war nicht das Ergebnis, was. Doch, es war das Ergebnis, was sie gewollt hat. Das bedeutet. Ich hoffe wirklich, das trinkt keiner von den anderen, sonst muss ich. Falsche Taste. Ich mach das jetzt. Nee, dann können sie da nicht mehr durch. Gut, lass mal so. Elixier des Lebens trinken. Das darfst du auch gleich zweimal trinken. Mache ich die ganze Zeit. So. Das wollte ich. Und jetzt müssen wir nur die Party wieder aufräumen. Ein Auto kaufen. Jep. Du kriegst noch ein paar Tage länger. Nochmal einmal trinken, wenn du gerade so gut drauf bist. Sehr schön. Und jetzt geht es ihr sehr viel besser. Sie hat wieder 16 Tage und jetzt darf sie. Ja, jetzt darf sie erstmal. Ein Teller nehmen, Salat und Truthahn. Die Luftballons sind kaputt gegangen. Und dann darf sie aufräumen. Ich helfe schon mal mit dem ersten Aufräumen. Das ist nämlich. Kann ich die Getränke? Nein, kann ich nicht. Gut, dann machen wir das anders da.
Jo, das ist doch eine Idee. Wegwerfen. Das lass mal aufräumen. Aufräumen. So, das ist der Nachteil, wenn man eine Party schmeißt. Man muss danach aufräumen und sie muss schlafen gehen. Denn auch wenn sie wieder verjüngt wurde, hier geht es irgendwie nicht ganz so prickelnd, auch wenn sie wieder verjüngt wurde, sie ist immer noch ein Mensch, der Schlaf benötigt. Auf jeden Fall war die Party eine sehr, sehr gute Idee. So, und wir werden jetzt noch zu einer Person, Mikers mit Nachnamen, gehen. Und ja, die liebe Tiara alleine lassen. Sobald sie ein bisschen aufgeräumt hat, weil das ist wirklich... Sie... Was macht sie eigentlich? Aufräumen. So. Ich helfe ihr noch schnell. Ich will das weg. Kann nicht aufgehoben werden. Das kann ich ihr ja eigentlich da lassen. Ich bin sicher, das findet nochmal Gebrauch. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir mit Fräulein Mikers. Und ja, sie zieht in ein Apartment von Haus Nummer 63. Da sind ja rein theoretisch noch zwei frei. Und sehen wir mal, was für eines sie möchte. Das, was eigentlich für Pflanzen gedacht ist, oder das Künstlerische? Auf jeden Fall. Na komm, hackel nicht so. Bleib mal stehen. Was ist das? Wieso habe ich jemanden... Okay. Hallo. Laufbahn Ruhm. Wirtschaft oder Sportlerkarriere? Sie ist ordentlich, extrovertiert, aktiv, ernst verspielt. Ich denke, zu ihr würde das Grüne ganz gut passen. Das hier. Ja. Und wieso läufst du jetzt da gerade rein? Hallo? Ach, er... Wow. Er kümmert sich um die Blumen. Ich bin begeistert. Er macht Sport. Gut. So schnell hat sich das ergeben, welches Haus wir mit ihr nehmen. Und Gordon, tut mir leid, aber du darfst da nicht rein. Also du kannst schon rein, aber... Nein. Und sie geht gleich in den Whirlpool. Ich denke, ich habe ihr das richtige Haus gegeben. Und na super. Ich glaube, sie ist tiefenentspannt. Auf jeden Fall war's das dann. Und ich hoffe, es hat euch Spaß. Nein, wir haben noch nicht die Hobbys geguckt und alles. Mode, Reisen, Essen und so ein bisschen Übernatürliches. Wow. Benutzerdefiniertes Haar, Arbeitstier und Badekleidung. Das kennen wir doch irgendwoher. Und jetzt erklärt sich auch der Körper.
So, das packst du bitte gleich ein. Weil das eine der Damen ist, denen ich ein paar Rundungen gegeben habe. Was ja an sich nichts Schlechtes ist. Und Schreckstellen löst Bugs auf. Habe ich jetzt schon gesehen. Auf jeden Fall war's das. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!